Vielleicht habt ihr nur noch nicht den richtigen Lehrer gefunden. Ach, die Krähe mag mich mittlerweile recht gern, und das ist schön. Aber jetzt will sie mich ständig belehren, als wäre ich wieder zu Hause bei meiner Mutter. Wie läuft eure Prüfung beim Netsch? Nun, der Netsch möchte, dass ihr mir bei meiner Prüfung helft. Ich? Aber natürlich. Von der imaginären Eichhörnchenjagd zur Prüfung in Erleuchteter. Was für ein Tag. Wisst ihr, warum er möchte, dass ich euch begleite? Der Netsch möchte es euch selbst erklären. Wenn einen ein magisches Wesen bittet zu helfen, dann hilft man. Das wird eine interessante Geschichte, die ich meinen Eltern erzählen kann, wenn ich zum Neujahrsfest heimkehre. Wir sehen uns, wenn ich alles erledigt habe, Abenteurerin. Bis bald, Nalia. So, untersucht die Klinik in Suran. Ich bin mir echt nicht sicher, obwohl Suran klingt nicht so nach der Hauptstadt. Ja, und ich hatte recht, weil wir nämlich gar nicht auf der Insel geblieben sind, beziehungsweise auf dem Teil, sondern nach Vardenfell müssen. Und zwar ist Suran hier unten. Ich habe mich da komplett vertan. Aber ja, wie gesagt. Ja! Die Schlaflosigkeit, also Schlaflosigkeit, ne? Eine Nacht mal halb durchgemacht, nur weniger als 3 Stunden geschlafen und schon überhört man die wichtigen Dinge, über die man eigentlich... Oh, schön, dass hier auch ein Portal gewesen ist. Vielen Dank dafür. Vater, ich kam so schnell ich konnte. Bitte, hört ihr mich? Ist er das jetzt? Tut mir leid, mein Herz. Er ist sehr schwach. Moment, hier, ne? Seid ihr eine Heilerin der Klinik? Wir kamen gleich, als wir die Nachricht erhielten. Mein Vater muss erfahren, dass wir hierher gereist sind. Als ich das letzte Mal mit ihm gesprochen habe. Das darf nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich wollte doch nicht, dass er allein aus dieser Welt scheidet. Ich gehöre nicht zur Klinik. Was ist geschehen? Ich wuchs auf in der Überzeugung, nichts könne meinen Vater töten. Er war Soldat, später dann Söldner. Niemand war härter als er. Als er mir dann von seiner Krankheit schrieb, wusste ich also sofort, dass es ernst war. Wir hatten seit Jahren nicht gesprochen. Warum nicht? Er erwartete, dass ich in seine Fußstapfen trete. Ich versuchte es. Aber ein Schwert in Händen zu halten, ist das eine. Es dann noch zu benutzen, etwas anderes. Ich habe das Herz eines Historikers. Ich bin nicht für den Kampf gemacht. Die letzten Worte zwischen uns waren so bitter. Das wollte ich wieder gut machen. Gibt es noch etwas, das man tun könnte? Ich weiß es nicht. In der Klinik sagen sie, dass man ihm nicht mehr helfen kann. Könnte ich doch ein letztes Mal mit ihm sprechen? Damit wir unsere Bitterkeit hinter uns lassen und sein Tod einfacher wird. Aber es ist zu spät. Mein Vater liegt in seinen letzten Atemzügen. Und er weiß nicht einmal, dass ich hier bin. Elik, Melvina, hallo. Ihr seid sicher überrascht, mich zu sehen. Nalia? Was macht ihr denn hier? Ich weihe euch in Kürze ein. Wir sind hier, um zu helfen. Auf ein Wort, Freundin? Ja. Ich wusste gar nicht, dass Eliks Vater überhaupt krank ist. Wir sind alte Freunde, also helfe ich gern, wo ich kann. Hat er nicht erklärt, wie ich euch helfen soll? Wieder wie zu Beginn mit Portalen? Das hat er. Es ging darum, dass man sich mit dem Wind bewegt. Das klingt nach dem Netsch. Offenbar werdet hier nicht nur ihr auf die Probe gestellt. Eliks Vater Jahonas ist noch am Leben. Aber seine Seele ist zersplittert und wandert über das Antlitz von Nirn. Und ihr werdet mich mit Portalen unterstützen? Ja, normalerweise würde mich das stören. Die Gilde meint, dass ich außer Portalen zu nichts nutze bin. Aber das hier ist wichtig. Ich bleibe hier. Finde heraus, wo es für euch weitergeht und öffne euch dann die Wege. Der Netz gab mir eine Art mystische Tinte, die uns weiterhelfen wird. Die Tinte wird euch mit den Seelenfragmenten verbinden? Das sagte der Netz. Irgendetwas mit der Tinte, die meine Tentakel mit den versprengten Seelenfragmenten verfilzt. Genau aus diesem Grund blieb ich nicht bei der Zauberkunst. Wünscht mir Glück. Wenn ihr bereit seid, geht es los. Ich bin bereit. Viel Glück, Nalia. Nalia, bitte. Gibt es denn etwas, das ihr und eure Freundin tun könnt? Ich möchte nur, dass er weiß, dass ich hier bin. Einen Augenblick, Elik. Diese Tinte
funktioniert. Ihr geht zur Drachenbrücke. Geht mit Magnus. Zur Drachenbrücke? Okay. Können nicht, oder? Nee, da ist wahrscheinlich versperrt. Meine erste Mission. Ich starb hier fast. Die Regmannen hatten uns geschlagen. Ich war so weit weg von zu Hause und sicher, ich würde allein sterben. Okay. Ich wollte gerade sagen, da müssen wir ja zwischendurch immer mal anhalten hier. Ich gab mein Bestes. Meine Frau war allein zu Hause. Sie hatte mir gesagt, sie hätte bei meiner Rückkehr Neuigkeiten für mich. Ich musste wissen, worum es ging. Vielleicht kriegen wir das ja so einigermaßen hin. Sag mal, geht es noch? Freundliches Hallo wäre netter gewesen. Haut der mir hier irgendwas hinterher? Jetzt sehe ich ihn gerade nicht. Ich wusste doch, mein Näschen drückt mich nicht. Runal der Runengott. Hat nichts mit der Quest zu tun, gehe ich mal stark von aus, aber könnt ihr euch trotzdem durchlesen. Hier irgendwo müsste... Ah, da ist ein... Okay, ich komme hier nicht rum. Ich bin am Ende, nicht wahr? Die Drachenbrücke... Mein Blut wärmte das eisige Wasser. An diesem Tag hätte ich sterben sollen. Vielleicht tat ich das auch. Mariella, Schwarzbärenmeet, Grenzburg, Elig, der Stolz meines Lebens. Waren all diese warmen Erinnerungen nur die Träume eines sterbenden jungen Soldaten? Das war kein Traum. Elig wartet in Surain auf euch. Elig? Ja. Hier habe ich von Elig erfahren. Dem Tode nahe. Vielleicht noch näher, als ich es gerade bin. Ich erinnere mich an Tentakel, die mich umschmiegten. Mich zum Ufer hoben. Meine Wunden schlossen sich. Der Schmerz ließ nach. Eine Stimme, die freudig war und klar. Was hat sie gesagt? Dass ich für meinen Sohn zu leben hatte. Ich fürchtete zu sterben, bevor ich ihn überhaupt treffen konnte. Ich war nur froh, nicht allein sterben zu müssen. Aber als ich später aufwachte, war niemand da. Und als ich meine Frau das nächste Mal sah, überreichte sie mir unser Kind. Meinen Elig. Wo ist er? Er ist gerade bei euch, in Surain. Erledigt. Nalia, das nächste Portal bitte. Es geht in die Ruinen von Grenzburg. Okay. Moment, ich muss gerade aus und dann irgendwie links hoch. Also darf ich nicht darunter springen, nehme ich an. Grenzburg. Der Tag, an dem ich dachte, Elig würde als Soldat an meinem Posten zu mir stoßen. Der Tag, an dem er mir das Herz brach. Weil er nicht mitmachen wollte, oder? Können gespannt sein. Er war noch ein kleiner Junge, als ich ihm das Holzschwert in die Hände drückte. Ich hatte mir eingeredet, dass er so werden wollen würde wie ich, dass er ein Kämpfer sei. Aber ich nehme an, das wollte er nicht. Und das war wahrscheinlich auch der Grund von dem Streit.
Jetzt sagt er nichts mehr. Ja, super. Ach, ich weiß, wo wir sind. Oh, ich hab's gehasst. Oder? Doch, das... Oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Okay, da ist wieder dieser Geist. Moment, da oben steht er. Wie komme ich denn da hoch? Ah, hier. Der Geist ist hier in Grenzburg hatte ich vor so vielen Jahren den Oberbefehl erhalten. Ich schickte nach meinem Sohn und drängte ihn, sich zu verpflichten. Wir würden diese Mauern gemeinsam verteidigen. Und er kam, aber nur um mir seine Klinge auszuhändigen. Warum war es euch so wichtig, dass er zu eurer Einheit kommt? Elik liebte Geschichte so sehr. Ich dachte, er würde sich über die Gelegenheit freuen, an der Seite der Soldaten zu stehen, die sie geschrieben hatten. Ich wollte Schulter an Schulter mit ihm kämpfen. Genau dieses Leben schien mir lebenswert. Als er mir seine Klinge gab, war es, als rammte er sie mir durchs Herz. Was habt ihr zu ihm gesagt? Ich nannte ihn einen Versager und sagte ihm, dass er noch zurückgekrochen kommen würde. Welcher liebende Vater tut so etwas? Bei den Göttlichen. Was war in mich gefahren, so etwas zu sagen? Dann kehrt nach Suran zurück. Ihr könnt ihn noch erreichen. Nur noch eine Station, nicht Ulfsild? Nalia, bitte ein Portal zum Schandmoorsumpf. Gut, dann in Mitte. Jetzt ist die Frage, können wir da falsch abbiegen? Meine letzte Mission. Meine Frau längst verstorben. Mein Sohn entfremdet, unerreichbar. Ich war allein. Der Albtraum eines Soldaten. So, Moment. Da hinten wird das nämlich jetzt interessant, ob wir da einfach rüber können. Achso, das ist Wasser. Beachte mich gar nicht. Fress einfach weiter. Okay, er sagt irgendwie auch nichts mehr. Jetzt ist er wieder hier, aber er sagt wieder nichts mehr. Block, was war das denn? Niemand verweigert sich, Etelius. Da so. Meine letzte Reise als Mann des Schwertes. Ich trat von meinem Posten zurück und wurde Söldner. Ich hatte ein Kopfgoldziel in diese Ruinen voller Fallen und Monster verfolgt. Ich hatte mich verirrt und war verwundet. Ich fiel und meine Fackel erlosch. Ich war allein. So allein. Was ist geschehen? Ich sah eine Gestalt in der Dunkelheit, die aufragte wie eine Sturmwolke. Tentakel umschmiegten mich wie ein Neugeborenes. Ich wehrte mich nicht, als sie mich hielten. Wieder auf die Füße setzten. Und ich hörte diese lachende Stimme, die ich vor so vielen Jahren gehört hatte. Was hat sie gesagt? Sie erzählte mir von Eliks Leben, von seiner Frau, von seiner Arbeit als respektierter Historiker. Elik war glücklich und ich war glücklich, das zu hören. Ich verließ diese Ruinen,
Aber ich hatte nicht den Mut, meinem Sohn zu schreiben. Bis ich krank wurde. Und dann war es zu spät, es wieder gut zu machen. Es ist noch nicht zu spät. Elik wartet in Suran auf euch. Gut, mit Ulfsild. Nalia bringt euch zurück nach Suran, wo Vater und Sohn ihr Wiedersehen feiern. Was war das jetzt gerade? Vater, ich bin es. Elik, ich bin hier. Haltet still. Mein Junge, ich habe euch so viel zu sagen. Lasst mich nur zu Atem kommen. Ihr seid nicht die heitere Präsenz, die ich in der Finsternis traf. Aber ich fühle dennoch Trost. Er kann mich hören. Er weiß, dass ich hier bin. Mein Vater muss nicht allein aus dieser Welt scheiden. Ich bin so überwältigt. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Was habt ihr getan? Die Seele eures Vaters war noch hier. Ich musste ihn nur sanft zurück an eure Seite dringen. Als ich aufwuchs, war er alles, was ich hatte. Mutter starb, als ich noch jung war. Wir bedauerten, was wir einander sagten, aber die Jahre entschwanden uns. Was soll ich tun? Wie kann ich all die gemeinsamen Jahre wieder gut machen, die wir verpasst haben? Sagt, was ihr zu sagen habt, solange noch Zeit ist. Ich werde versuchen, ihm von allem zu erzählen. Von meiner Zeit als Historiker, wie ich meine Frau Melvina kennenlernte. Alles. Ich bin einfach so erleichtert, wieder seine Stimme zu hören. Ihr und Nalia habt mir eine Erinnerung geschenkt, die mir mein Leben lang bleiben wird. Danke, Fremde. Gern geschehen. Elik, Stolz meines Lebens. Es tut mir leid. Die Dinge, die ich zu euch sagte, ich wünschte, ich könnte sie zurücknehmen. Ich weiß, Vater. Es tut mir leid, dass ich euch nie die Gelegenheit dazu gab. Shh. Ruhig, mein Junge. Jetzt sind wir zusammen. Nur das zählt. Wir haben hier getan, was wir können. Kehren wir in die Skola zurück und sprechen mit... Ihr wisst schon. Mit ihr wisst schon, genau. Kein Portal, kein gar nichts, oder was? Ich muss wieder alles alleine machen. Dann würde ich sagen, dass ich mich jetzt zur Tür begebe und wir uns dann direkt dort wiedersehen, wo der Netsch ist. So, der... hier rum. Der Vollständigkeit halber muss ich noch erwähnen, dass ich unten durch die Tür durchgegangen bin, also aus dem Haus da raus. Und dass da tatsächlich ja noch dieses eine Portal gewesen ist, was wir zu Beginn gesehen hatten. Insofern war da doch ein Portal. Sieht aber richtig geil aus mit den Runen, wenn das aktiviert ist. Ja, erleuchteter Netsch. Was sagt ihr zu meiner Prüfung? Was für ein prächtiges Spiel wir doch gerade gespielt haben. Und ihr habt es ohne meine geschmeidigen und stilvollen Tentakel geschafft. Sogar ich muss zugeben, dass ich es nicht besser hinbekommen hätte. Elik schien sehr dankbar für die Zeit mit seinem Vater. Welch vergnüglicher Trick, seinen Vater gerade rechtzeitig zurückzubringen. Trauer ist eine schwere Last. Sie zieht einen nach unten. Reue ist noch schlimmer. Elik und sein Vater waren unter all dem Gewicht gefangen. Und nun fühlen sie sich beide etwas leichter. Leicht genug für diese Unterhaltung. Jetzt versteht ihr. Die besten Tricks sind die, mit denen niemand rechnet. Eine Wendung des Schicksals. Ein Funken Hoffnung, eine glorreiche, vielgliedrige Umarmung. Leute glücklich zu sehen, macht mich selbst glücklich. Egoistisch, ich weiß, aber ich wurde schon Schlimmeres genannt. Ja, nein, ich glaube, er ist eigentlich tief in sich drin genau das Gegenteil von egoistisch. Habe ich mir euren Respekt verdient, eure Unterstützung für meine Schriftlehrerreise? Absolut. Betrachtet meine Prüfung als bestanden. Ich werde mein Siegel beschwören und ihr könnt es zurück zum Altar bringen. Es ist höchste Zeit, dass ihr eure eigenen Tricks schreibt.
Aber denk dran, immer unbeschwert zu bleiben und locker. Bleibt so nettig, wie ihr nur könnt. Nettig? Ich werde es versuchen, Netsch. Danke. Nehmt mein Siegel. Nutzt es, um den Altar zu verstärken. Macht die Welt mit eurer Schriftlehre besser. Bedankt euch bei Nalia und besucht mich. Sonst finde ich noch einen Vorwand, wieder die Skona zu durchstreifen. Okay. Zumindest das mit dem Bedanken können wir schon mal machen. Ich denke die ganze Zeit, das ist mein Begleiter. Das ist natürlich nicht mein Begleiter, der läuft ja einfach nur rum. Hilfe. Da seid ihr. Ich bin gerade zurückgekehrt. Ihr möchtet dem Altar einmal mehr Macht verleihen? Lasst euch von mir nicht aufhalten. Ja, okay. Er hat gesagt... Ach, ich wollte schon da die Treppen hochgehen. Er hat gesagt, dass ich die Sache mit dem Altar machen soll und mich dann bei ihr bedanken soll. Ich weiß aber nicht, ob ich mich jetzt wirklich bei ihr bedanken soll. Oder... Werden wir jetzt gleich sehen, ob wir das danach noch machen können. Ja, können wir. Sehr, sehr geil. Funke, komm mal eben nach hier. Ich würde nämlich ehrlich gesagt gerne mal von dem Ganzen so ein Bild machen, weil ich finde es... Also ich werde es am Ende auch nochmal machen, muss ich dazu sagen, wenn alles leuchtet. Aber ich finde das... Ach, die steht hier oben. Ich finde das nämlich ziemlich cool, so von der Optik her. Danke. Es bedeutet mir viel, dass wir Elik dabei helfen konnten, mit der Sache abzuschließen. Ich weiß nicht, ob er sich je hätte verzeihen können, wenn wir heute nicht hier gewesen wären. Gern geschehen, Nalia. Ob Ulfsild sich wohl auch einer solchen persönlichen Prüfung stellen musste, als sie die Erleuchteten erstmals traf? Wir werden wohl einfach alles geben müssen, wann immer wir können und auf das Beste hoffen. Oh, Magnus, hat der Netsch uns eine Lektion erteilt? Mag sein. Warum hat der Netsch euch wohl in seine Prüfung mit einbezogen? Der Netsch tat so, als wäre das nur ein weiterer Trick. Aber ich fühle mich seit einiger Zeit, als würde meine Magie stagnieren. Es war wirklich schwierig, aber irgendwie auch unterhaltsam, mich so herauszufordern. Dennoch bleibe ich wohl lieber bei Schwertern und Schilden. Es war mir ein Vergnügen, mit euch zusammenzuarbeiten, Nalia. Mir ebenfalls. Seht nur, wie viele Leben wir schöner gemacht haben. Der Altar ist einen weiteren Flügel stärker und wir haben einen Mann und seinen Sohn für einen letzten Tag wieder vereint. Die Possen des Netsch waren irgendwie rührend. Und das alles nur dank euch, meine Freundin. Ja, also erstens, ich find's komisch, wie die reden. Das hört sich so an, als ob sie jetzt, keine Ahnung, heute auszieht und nicht mehr wiederkommt. Und zweitens, wir haben wieder schöne Sachen bekommen. Und zwar den Fähigkeitenstil Elan in besänftigendem Blau, was auch immer das heißen mag. Wird auf Elan, wiederhallender Elan und auslösender Elan angewendet. Also im Prinzip sind es ja nur Veränderungen, sage ich jetzt mal, oder Verbesserungen hier von den normalen Skills. Dann haben wir nochmal dreimal leuchtende Tinte bekommen, was sehr, sehr gut ist, weil ich immer noch nicht genau weiß, wo das droppt oder wie das droppt. Also es droppt wohl random, so wie ich das gelesen habe, aber ja, damit hätte sich die Frage nach dem Wo anscheinend auch selbst beantwortet. Und wir haben ein Upgrade bekommen. Siegel des Netsch-Erleuchteten. Ermöglicht den Erhalt von täglichen Belohnungen für Weltereignisse. So wie bei Händlern in der und im endlosen Archiv. Okay. Belohnung im endlosen Archiv. Da müssten wir dann vielleicht auch nochmal reingehen und uns das auch nochmal angucken. Hatte ich eigentlich vor, dass wir das erst machen, wenn wir in Necrom angekommen sind. Also bei den normalen Quests. Dass wir dann auch einmal so weit wie möglich durch das endlose Archiv durchgehen können. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das mit dem Char hier machen kann. Also mit der Zauberin ist es noch recht einfach, aber naja, mit der Templerin nicht unbedingt. Also mit ihr zumindest nicht, weil sie ist ja auf nichts eingestellt. Dadurch erbeutet ihr an Vorkommen. Okay, selten auch Tinte. Okay, das heißt jetzt aber was, dass wir die dann durch die Weltereignisse und so weiter bekommen würden?
Kaiserstadt, tägliche Quests bei den Unerschrockenen und so. Das wäre dann also wieder so eine Mega-Grinding-Sache, die sowieso keiner machen würde. Und ja, außer ein paar, die halt genug Zeit haben dafür. Die werden das Ganze dann wieder mega teuer verkaufen. Das kann sich wiederum keiner leisten. Ja, so wie es halt dann immer so ist in solchen Situationen. Nun gut, uns fehlt dann im Endeffekt noch die nächste Tür. Wer wäre das denn jetzt? Das wäre der Greif. Ja, und dann würde ich auch schon sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Und wir sehen dann in der nächsten Folge, ich weiß gar nicht mehr, wie es immer angefangen hat, auf jeden Fall in der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit dem erleuchteten Greifen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.